Wecker heute nicht geklingelt? Sieht irgendwie schon aus, als wenn es irgendwie voll spät wäre. Wie spät ist es denn jetzt? Ups, es ist schon 9.30 Uhr? Ach, egal, ich kann auch einfach mal ausschlafen. Und es war einfach so schön, mal wieder in meinem Bett zu schlafen. Die letzten Tage in Sarahs Bett waren schon bequem, aber halt nicht dasselbe. Oh, und falls du jetzt gerade nicht weißt, wovon ich rede, die Mädchen-WG hat eine erste Staffel. Die verlinke ich dir jetzt einfach mal im i, da kannst du die ganze Staffel angucken, denn das heutige Video ist die Staffel 2, die erste Folge. Falls du noch nicht abonniert hast, lass uns jetzt gerne ein kostenloses Abo da und like dieses Video. Boah, ich muss mal gucken, ob die anderen Mädels schon wach sind. Lucy? Sarah, seid ihr schon wach? Guten Morgen, Lucy. Oh, guten Morgen, Sandy. Ich mache gerade Shakes. Wir haben leider irgendwie nichts mehr zu essen. Da dachte ich mir, wir können coole Shakes essen. Oh, wow, Lucy. Du bist ja richtig gut gelaunt. Bist du auch so froh wie ich, dass wir die Ella endlich los haben? Boah, das kannst du echt laut sagen. Ich bin so froh. Ich habe so gut geschlafen in der Nacht. Das kannst du echt laut sagen. Ich habe so gut geschlafen im eigenen Bett und ich bin so froh, dass wir jetzt endlich wieder zu dritt sind. Es ist einfach schön mit euch. Guten Morgen. Habe ich was verpasst? Ich habe zu lang geschlafen. Ja, nicht nur du. Ich habe auch voll lang geschlafen. Irgendwie ist es schon 9.30 Uhr. Bist du auch gerade erst wach geworden? Du bist gerade erst wach geworden? Nee, so lange habe ich nicht geschlafen. Ich war gerade noch im Bad. Ach so, du bist noch im Schlafanzug. Aber mal was anderes. Wollt ihr jetzt alle Shakes? Weil wenn ihr keine wollt oder irgendwas dazu haben wollt, dann müssten wir einkaufen gehen. Wir haben kein Brot, wir haben keinen Toast, wir haben kein Müsli. Wir haben einfach gar nichts mehr da. Hä? Wie meinst du das, wir haben gar nichts mehr da? Ich war doch erst vorgestern einkaufen. Das gibt's doch nicht. Warum seid ihr beide denn jetzt so überrascht? Die Ella hat alles weggegessen. Wahrscheinlich hat sie es irgendwie woanders weiterverkauft oder so. Keine Ahnung. Aber wollt ihr jetzt Shakes? Ansonsten muss jemand einkaufen, weil ich bin hier gerade beschäftigt. Ja, ich sehe schon. Du bist hochmotiviert. Du, kein Problem. Ich gehe einkaufen. Das letzte Mal wart ja eh ihr dran. Was brauchen wir denn alles? Also ich hätte gern Vollkornbrot, bitte. Und kannst du wieder die vegetarische Wurst kaufen? Die war super lecker. Klar, kein Problem. Lucy, magst du noch irgendwas Besonderes? Ansonsten kaufe ich einfach das ein, was wir sonst auch immer haben. Boah, weißt du was, Sandy? Hast du nicht letztes Mal diese Erdbeeren in Schoko gekauft? Die waren super lecker. Könntest du die nochmal kaufen? Ich zahle die diesmal auch. Oh ja, die waren super lecker. Die möchte ich auch nochmal. Bitte, bitte, nimm die wieder. Okay. Ist ja gut. Schoko-Erdbeeren. Brot, Wurst, Milch. Was haben wir denn noch alles? Ich krieg das schon hin. Ich muss mich nur kurz noch umziehen. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, dann aber mal los. Oh, zieht hier jemand Neues ein? Wie cool ist das denn? Oh, wow. Ist ja auch schon... Oh, hier ist auch der Umzugswagen. Das ist ja cool. Das muss ich den Mädels unbedingt sagen, wenn ich vom Einkaufen zurückkomme. Aber jetzt erstmal die Sachen holen und ich muss mich erst ein bisschen beeilen, weil ansonsten verhungern wir alle. 20 Minuten später. Ach, ich glaube, ich muss klingeln. Ich glaube, ich kann meinen Schlüssel jetzt nicht rausholen. Ein paar Sekunden später. Moment! Wer ist da? Ich bin's. Lucy, machst du mir auf? Oh, ja klar, mach ich. Super, danke dir. Boah, stell dir vor, Lucy. Was denn? Ist irgendwas passiert? Sandy, was ist passiert? Was ist passiert? Ich möchte es auch wissen. Mädels, stellt euch vor, wir bekommen einen neuen Nachbarn. Und da ist auch schon das Namensschild dran und alles. Ich bin so gespannt, wer das sein wird. Oh, cool. Vielleicht ziehen Jungs ein. Und so nette, weißt du? Sarah, du hast doch einen Freund. Den Lukas, oder nicht? Hä, ja, ich meinte doch für euch. Also, ihr habt doch noch keine Freunde. Deswegen dachte ich, oh, wollen wir gleich mal gucken, ob der neue Nachbar da ist oder wie viele es sind. Oh, ich hoffe, es ist eine WG. Das wäre so cool. Also, ich finde auch. Ich fände es richtig cool. Also, wenn wir so nette Leute bekommen in unserem Alter. Aber ich glaube, Sandy, du solltest erst allererstes mal die Sachen wegbringen, weil sonst wären die schlecht. Ja, das stimmt. Okay, wartet ihr auf mich? Dann können wir zusammen runtergehen. Ich mache nur kurz die Sachen weg. Ich bin schon so gespannt. Oh mein Gott, wer das wohl sein wird. So, erstmal die ganzen Sachen in den Kühlschrank. So, dann räumen wir hier die Sachen ein. So, und der Rest, der kommt in den Vorratsschrank.
So, Mädels, ich bin fertig. Wir können runter. Wollen wir irgendwas mitnehmen? Ein Geschenk oder so? Oh, stimmt. Lucy, wir können da nicht einfach so runtergehen. Lass uns doch einen Kuchen backen. Den Kuchen backen? Das ist eine super tolle Idee. Lass uns das machen. Haben wir denn alles fürs Kuchenbacken? Was brauchen wir denn? Mehl und Backmischung vielleicht? Vielleicht sollten wir eine Backmischung nehmen. Ja, lass uns mal gucken, ob wir alles haben. Komm schnell ab in die Küche. So, ich muss erstmal das Zeug hier wegmachen. Und dann können wir gucken, was wir alles haben. 2 Stunden später. Ha! Die ist uns doch super geglückt. Findet ihr nicht? Doch, ich finde die Torte mega. Ich würde sie am besten selber essen. Können wir doch, oder? Der Nachbar oder die Nachbarn, die werden uns bestimmt einladen zum Torte essen. Wir haben jetzt so viele Stunden verbracht. Das stimmt. Lucy, nimm mal die Torte. Ich glaube, ich schmeiß sie sonst runter. Oh je, ich also. Okay, wartet. Ganz vorsichtig. So, okay. Und dann müssen wir ganz vorsichtig runtergehen. Schubst mich jetzt bloß nicht. Ein paar Sekunden später. Okay, sind wir bereit? Klar, sind wir bereit. Jetzt klingel doch endlich. Wir werden ja dann gleich sehen, ob jemand da ist oder nicht. Okay, du klingelst, Sarah. Okay, wartet schnell. So, jetzt. Ich glaube, es ist niemand zu Hause. Es ist auch alles irgendwie ganz dunkel. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das sieht nur von außen so aus. Klingel nochmal. Boah, da machen wir gleich einen schlechten Eindruck. Aber okay, ich klingel nochmal. Komm ja. Ein paar Sekunden später. Hallo? Ella? Oh mein Gott, Ella. Was machst du denn hier? Du bist jetzt unsere neue Nachbarin? Sarah, ich dachte, dein Vater, dem gehört das hier alles. Er hat mir erzählt, dass er ein paar Apartments verkauft hat. Aber, dass er das Apartment verkauft hat? Tja, das staunt ihr nicht schlecht, oder? Ihr dachtet, ihr seid mich los. Und jetzt bin ich euer Nachbar. Und ihr könnt nichts mehr dagegen tun. Absolut nichts mehr. Ja, aber wir wollten doch nur, dass du ausziehst, weil du keine Miete bezahlt hast, mein Zimmer besetzt hast und einfach alles geklaut hast, was nicht nied- und nagelfest war, Ella. Du hättest gerne bleiben können, aber so kann man sich einfach nicht aufführen. Es ist mir egal, was ihr sagt. Ich habe jetzt eine neue Wohnung und die habe ich übrigens auch bezahlt. Und deswegen könnt ihr mir jetzt nicht mehr auf den Keks gehen, sondern ich auf euren. Tschüss. Mädels, hätte es irgendwie schlimmer kommen können? Mädels? Ich bin da. Ich glaube, ich bin nicht da. Wie kann das passieren? Warum hat mein Vater das Haus verkauft? Beziehungsweise die Wohnung? Er hätte mir doch davon was sagen sollen. Was ist da los? Ich verstehe das gar nicht. Kommt, lass uns wieder hochgehen und Torte essen. Ich muss jetzt Stress essen. Inzwischen. Die Loser, die hätten nie gedacht, dass ich sowas Krasses mache und jetzt ihre Nachbarin bin. Die können sich auf was einstellen. Ich muss mir erstmal überlegen, was ich ihnen als erstes antue. Haben sie sich wirklich verdient. Eine Stunde später. Boah, die Torte, die war echt lecker, aber ich bin irgendwie immer noch komplett in Schockstarre. Ja, nicht nur du, ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich muss unbedingt zu meinem Papa. Aber der ist auf Geschäftsreise, da können wir erst morgen hin. Lass uns mal zu ihm fahren und fragen, ob man da irgendwas machen kann. Ja, lass mal mit deinem Vater sprechen, Sarah. Aber Sandy, das kann doch nicht unser Ernst sein, oder? Dass wir die Ella jetzt als Nachbarin haben? Wer weiß, was sie sich jetzt alles wieder einfallen lässt. Das... Ach, Mann. Kann es sein, dass es vielleicht gar nicht so schlimm wird? Weil wenn sie nicht mehr bei uns wohnt, dann kann ja eigentlich nichts passieren, oder? Wir müssen positiv denken. Yay! Ganz ehrlich, Sandy, es ist nichts Positives daran, dass die Ella jetzt in unserem Haus wohnt. Dann war es aber mit der ersten Folge der 2. Staffel Mädchen-WG. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst unbedingt einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!